Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Auf jeden Fall. Ja. Hä? Ist es verschwommen oder ist es nur, weil der Block so komisch aussieht? Ist da was drauf jetzt? Ich weiß es nicht. Nee, ich sehe es. Also, ich sehe es eigentlich ziemlich klar. Das ist ein Wunder eigentlich bei mir. Trotzdem mal so und so. Schaden kann sie nichts. Ich habe neues Panzerglas bestellt, was man da drauf macht, cool, damit es nicht kaputt geht, weil jetzt. Ist es sehr quellig, ne? Siehst du, hier ist noch Panzerglas drauf und es ist gesplittert. Ja, hier ja, war ja was drauf, ist gesplittert. Wenn jetzt wieder was ist, ist die dann Linse ist am Arsch. Ja, dann hinten ist auch. Aber ich habe ein neues bestellt. Das ist gut. So, Hannes hat mich jetzt gerade aufgeklärt über Verhütung und. Ach nee, warte mal. Über. Ich habe es schon wieder vergessen, genau. Hannes ist ja frisch entlassen worden von seinem letzten Entzug. Der Beer-Tastings haben wir ja im letzten Video aufgeklärt. Ja, genau. Und wir haben auch im letzten Video aufgeklärt, dass wir eine neue Maß kreiert haben. Die Äppler Maß in der Zai Edition, ne? Ehre wem Ehre gebührt. Und wir haben jetzt hier natürlich. Ich muss es ja eigentlich mal andersrum zeigen. Eigentlich muss ich es ja so hinstellen, dass man das mal sieht und dass wir das filmen können. Nachdem wir nämlich jetzt die Äppler Maß getestet haben mit Maßkrügen, wollen wir jetzt ein professionelles Äppler Tasting machen. Jetzt, wo wir gute Laune haben und angetrunken sind. Weil der Zai hat uns 5 verschiedene Äppler Dosen dagelassen am Geburtstagswochenende. Und weil wir Connoisseure sind, werden wir jetzt dieses Ernesto-Glas uns einführen. Also rektal. Ist rektal in den Mund? Das ist doch oral. Was ist denn dann? Hä? Ich denke, es gibt nur anal und oral. Was ist denn jetzt schon wieder rektal? Das ist ja trotzdem hinten, wenn du dir ein Zäpfchen in den Po schiebst oder was? Hannes, hör auf, trink nur draus, mach dir keine Dummheiten. Wir wollen ja keine Aufklärung machen. Wir wollen hier kein Glas-Ace spielen, genau. Genau. Wir wollen jetzt aber diese 5 Äppler-Sorten probieren, richtig professionell. Da wird nicht gekotzt, da wird nicht gekleckert und wir fangen auch direkt an. Als allererstes habt ihr nämlich diesen von der Firma Possmann bereitgestellten Äppler plus Cola. Oben steht nochmal drauf, Äpfelwein plus Cola, 25 Cent Pfand. Und ansonsten ist es ein Äpfelwein-Mischgetränk aus 60% Äpfelwein, 40% koffeinhaltiger Limonade. Mit Sulfiden ist ein Cider-Based-Drink from 60 Börsen Cider in 34 Börsen Caffeinated Soda. Contains Solubilities 3,5%. Und da ist ja jetzt noch was drin, das was eben bei der Äppler Maß nicht verschwunden ist. Und das heißt, wir werden das jetzt schön immer aufteilen, dass jeder die Hälfte hier kriegt von dieser wunderbaren Äppler-Cola-Blöre. Das sieht richtig schön aus. Das hat eine richtig schöne Cola-Farbe. Das ist eigentlich richtig toll, muss ich sagen. Ist auch schön aufgeteilt. So, Hannes darf die Dose sammeln. Spaß, die kommt jetzt hier hin. Wenn es Bier wäre, dann hätten. Das ist eine Bronzefarbe. Das ist eine Bernsteinfarbe. Guck dir das an. Eine Bernsteinfarbe. Bernstein ist ein aggressives Wort. Da muss man immer so. Ihr habt auch eine leichte Äpfelwein-Schaumkrone. Und ihr habt eine richtig schöne Bernsteinfarbe. Genau. Hannes, ich dachte, das lockt wieder den Typ auf dem Balkon an, aber hat nicht funktioniert. Es riecht auf jeden Fall sehr sauer. Wie Schaumwein. Kenne ich nicht. Ach, das hat der Brösel, der Fahrer, auf dem Frühlingsfest geschossen. Ja, ich sage mal, ein Prösterchen, einen kleinen Nipper natürlich, wie die Profis, um den Geschmack aufzunehmen auf die Zunge. Und danach beim zweiten Mal zieht das Ding weg. Aber erstmal ein Prösterchen. Es ist nicht zu süß. Das ist voll süß, ey. Ich merke da jetzt gar nichts aus dem. Hannes merkt nichts mehr. Ich hätte eher gesagt, es ist nicht so sauer. Wenn ich nämlich dran rieche, da denke ich. Ja, aber von der Süße her ist es aber auch nicht so extrem. Also. Aber das riecht so extrem sauer, als würde das gleich voll reincrashen, ja, wie ist ein Center-Schock. Dann nimmst du so einen Schluck. Das ist total sanft irgendwie. Ja, das ist wie Schaumwein ist das. Okay, dann ist es halt wie Schaumwein. Schaumwein. Das ist
mein neues Xiaomi. Ich guck mal, wie in allen Tastings, ich guck mal hinter auf den Balkon. Jo. Und mal gucken. Und nicht auf die andere Seite. So ist perfekt. Wunderbar. Falls ihr euch wundert, wir haben die ja natürlich auch sortiert nach aufsteigender Prozentzahl. Das heißt, es wird immer härter. Wie das Leben. Ja. So, was erst ist denn jetzt schon wieder los? Nee, erst haben wir ja 3,9 gehabt, haben wir jetzt einmal 4. Das sind 0,5 mehr. Naja, das sind aber dreimal hintereinander dasselbe. Ja, aber drei Stück sind auch immerhin drei. Das ist ja nicht wie, das ist 4,0, eins. Das sind drei. Das sind 12,0. Das ist der kleine Bruder von 5,0. Ja. Export, Pilz, wie auch immer, haben wir nur noch 4,0. Ja, ein paar Stunden. So, die Firma Possmann präsentiert euch jetzt dieses Getränk. Das ist der Äppler gespritzt. Da haben wir eben schon drüber diskutiert. Oben steht nämlich Äpfelwein. Sauer gespritzt. Jetzt hätte ich natürlich hier drauf geschrieben, Äppler sauer. Warum? Seht ihr dann später bei dem anderen. Das Ding hat 4%, ist ein Äpfelwein-Mischgetränk. Wieso ist es denn alles gemischt? Mit 75% Äpfelwein und 25% Tafelwasser. Ja, Wasser. Spritzt es immer mit Wasser. Was ist denn Tafelwasser, wenn du in der Schule Tafeldienst hast und wischt die Tafel ab und aus dem Schwamm tropft alles runter, so unten auf die Eisenschiene und es läuft dann runter und unten steht ein Bottich und es wird aufgesammelt. Das ist Tafelwasser, genau. Enthält Sulfide und dann steht es wieder auf Englisch da. Familienkälterei Possmann GmbH und Co. Kacke, Eschenburger Landstraße, Frankfurt am Main. 4% Äppler gespritzt, Possmann, sauer. Wir holen die Gläser. Eben war es ja sehr bernsteinfarben. Schauen wir mal, was das zweite bringt. Genau, dass keine Wespe dazwischen passt. Zum Schutz der Wespe. Beim letzten Mal wurde die nämlich komplett vernichtet. Oh! Ich trinke sie mit, jawohl. Eben bei der Mars war der Hannes sehr traurig, dass er keine Fleischbeilage hatte. Jetzt hat er eine ganze Wespe bei sich im Getränk. Das ist aber sehr schön. Was ziehst du das denn weg? Ich erkenne doch gar nicht mehr den Unterschied. Diesmal darf ich sammeln, das ist schön. Reden Sie also wieder darüber. So, wenn ihr das mal sehen wollt, nee, das geht nicht. Doch, dann ist die Kameraperspektive wieder kaputt. Hier seht ihr eine lebende Wespe. Richtig brutal. Andere gehen dafür in den Zoo. Ne? Wir haben das einfach hier. Das ist Meiningen, ich sag's dir. Hannes, das sieht auf jeden Fall richtig stark aus. Jetzt sagst du wieder, sieht aus wie Perlwein. Guck mal, die Farbe ist schön hell, es ist klar. Und es perlt. Das riecht besser als das andere. Prost. Aber lass jetzt mal die Wespe in Ruhe. Du weißt, das ist Tierquälerei. Bist du wieder zu ernst oder was? Nehme ich auch mal einen kleinen Spritz. Naja, da merkst du das Tafelwasser, merkst du auf jeden Fall. Der Wein, der haut schon gut rein damit. Also, geruchsmäßig ist nichts dabei. Ja, der riecht nicht so sauer wie der andere. Ja. Und schmeckt dadurch aber auch gleich noch wässriger wie der andere. Ja, weil er, wie gesagt, das ist ja gespritzt. Das ist, dasselbe, wenn du jetzt einen Wein in ein Ding tust und dann ein bisschen Wasser dazu gibst. Genau so ist das. Genau. Das sauer sag ich auch gespritzt? Immer. Ja. Das ist ja schon fast Montana Black Niveau. Wenn der sauer gespritzt ist und schmeckt nur nach Wasser, was machen sie denn beim Süßen? Da müssen sie doch noch mehr Wasser reinmachen eigentlich, oder nicht? Nee, aber entweder es ist Most, das ist ein langsam gegärter werdender Wein, oder der Fahrer im Mostbereich. Oder es ist ein lieblicher. Er ist ein Tierfreund. Er rettet die Biene. Ich tue sie jetzt bei mir rein. Genau. Nee, komm, lass jetzt das dreckige Feuerzeug in Ruhe rauchen. Genau. Also gesundheitsgefährdend. So. Hannes, ich muss mal kurz hier runter gucken. Jo. 60% Apfelwein vorhin. Da war viel weniger Apfelwein drin. Aber es war viel krasser im Geschmack vom Wein her. Jetzt habt ihr 75% Apfelwein. Ja.
Und es schmeckt nur noch nach Wasser. Ja, du darfst halt nicht vergessen, das verdünnt halt, diesen Wein verdünnt halt komplett mit dem Wasser. Ja, aber die Cola verdünnt doch auch. Nee, oder ist Cola so auch total sauer? Nee, eigentlich müsste Cola doch süß sein. Süßlich, aber ist es, ja, weil das halt einfach kein lieblicher ist. Wenn es ein lieblicher wäre und du mit Cola verdünnst, dann hast du einen süßen. Das ist mir zu viel Theorie hier, da komme ich gar nicht drauf klar. Also ich fand den ersten auf jeden Fall besser. Ich definitiv. Der erste hat eine richtig starke Farbe. Der sieht auch sehr gut aus, sehr schön von der Farbe her. Aber der erste ist trotzdem kräftigere Farbe, präsenterer Geschmack. Das ist mir zu wässrig, obwohl der sauer sein soll. Deswegen Prost, Hannes. Prost. Der Balkon. Genau, ich drehe mich auf die andere Seite. Urscha. So, wir kommen zum dritten. Aber eigentlich ist das ja die Sonderedition. Wollen wir die nicht am Ende machen oder zwischendurch? Machen wir am Schluss. Gut, machen wir sie jetzt, weil ich muss immer das Gegenteil machen von dem, was der Hannes sagt. Na gut. Die anderen haben ja immer das gleiche Prinzip, den gleichen Style. Jetzt kommt aber das hier. Das ist der Zwischenboss, bevor ihr zum Endboss kommt. Da steht jetzt oben einfach nur Äpfelwein gespritzt. So wie bei dem auch Strand gespritzt. Was ist jetzt der Unterschied? Das ist die Adler Schobbe. Das ist Frankfurt Eintracht. Das ist Fußball Edition oder was? Mhm. Das ist auch von Possmann. Es ist schwarz. Es sieht aus wie ein Maschendrahtzaun. Und hinten steht so viel drauf. 30-jähriges. Wir feiern die beste Eintracht seit über 30 Jahren. Unser Team ist das Spannendste, was der deutsche Fußball kann. Da steht derzeit zu bieten hat. Hm. Europapokalsieg, 7 Nationalspieler bei der WM, Champions League, 8. Finale, Viertelfinale im DFB-Pokal, gut in der Liga und mit über 120.000 Mitgliedern. 5. größter Fußballverein im Land, sensationell, sensationell. Eintracht ist Kult, so gibt der Fußballwelt den Glauben zurück, dass man mit dem Herz, mit Blut und den besten Fans der Welt mehr erreicht als mit Geld. Und alles singen. Das reimt sich doch fast. Darauf diesen Schoppen Peter Possmann plus Fra Rauscher. Pfanddose steht ganz groß drauf. Pfanddose. Offizielles Lizenzprodukt der Eintracht Frankfurt Fußball AG limitierte Edition. 75% Äpfelwein, Wasser, Kohlensäure und ja, 0,5 Liter, 4%. Also dasselbe Gesöff wie im Grad. Nur, dass das andere wahrscheinlich still war und das mit Kohlensäure ist. War das still? Das hat doch auch geprickelt eben. Ja, aber da... Es ist genau dasselbe, nur limitiert und deswegen schwarze Dose. Ja, aber der Apfelwein prickelt ja auch. Weiß ich doch nicht. Ah, Wein prickelt doch eigentlich nicht, sonst ist es ja wieder Schaumstoffsack. Guck mal, Farbe ist auch wie eben ein bisschen hell. Hm. Hat doch die gleiche Farbe, oder? Ja, dasselbe gespritzte Teil. Hat die gleiche Prozentanzahl. Huch. Ja, das ist jetzt dieses Gesto Production. Also meiner Meinung nach ist das genau der gleiche, den wir eben hatten. Ja. Der sieht wieder aus wie ein leichter Sekt. Der riecht auch wieder unscheinbar. Wenn er jetzt wieder nur nach Wasser schmeckt, dann weißt du Bescheid. Dann haben sie dich über den Tisch gezogen. Prost. A Gläs Nibbel. Sag du zuerst, dass ich dir wieder widersprechen kann. Das schmeckt wie eine richtige Weinschorle. Siehst du, da widerspreche ich und sage, schmeckt doch genauso wie der eben. Das ist genau derselbe. Die wissen schon, was sie machen. Das ist die Limited Edition vom Gespritzten. 75% Äppelwein. Weinschorle pur. Ja, aber der hat doch eben auch Kohlensäure gehabt. Kannst du nicht sagen, dass da gerade keine Kohlensäure drin war? Ja, das ist ja Weinschorle pur, ist das einfach. Wie ein Maulwurf gucke ich mich um und erspähe nichts. Hannes hat schon wieder leer, ich muss mal kurz mal das Ding austrinken. Wespe! Hm.
Bei dem anderen hast du auch nicht hier von deiner heißgeliebten Weinschorle geredet, ja? So, wir haben noch zwei Dosen. Pass auf. Ach so, warte mal. Für die Präsentation. Jetzt haben wir, deswegen gab es ja Streit in der Äppler Production, hier steht Äppler süß. Ihr habt vorhin einen gehabt, der war sauer gespritzt. Da stand nur drauf Äppler gespritzt. Hier steht Äppler süß. Hier oben steht aber Äpfelwein süß gespritzt. Warum hat man also nicht hier auch hingeschrieben Äppler gespritzt und alle, was ist denn der Unterschied? Ach so, süß und sauer. Oder wenn hier süß steht, bei dem anderen einfach sauer geschrieben. Weil gespritzt sind sie ja beide und die Eintracht-Edition eben auch. Der ist ein Frankfurter Äpfelwein-Mix, ja, das kennen wir schon. Äpfelwein, Mischgetränk. Oh, 75% Äpfelwein. Mhm. Ja, wie eben auch schon zweimal, ne? Ja. Ja, wie kann das? Nein, 65 war doch der andere, oder nicht? Der erste der war erste, 65. Genau, mit Cola. Genau, und der zweite war dann 75 und dann. Ja, ja, wie kann denn einer ein Gespritzter mit 75 sein und jetzt ein Gespritzter, aber in die andere Richtung auch 75? Wo ist da der Unterschied? Dass der eine lieblich ist und der andere wahrscheinlich trocken ist. Durch was? Der Wein ist trocken und der. Die haben immer den gleichen Wein genommen, Hannes. Ich schwöre auf alles. Okay. Ich erkläre es dir jetzt, weil ja. Bei dem anderen waren 25% Tafelwasser. Okay. Und hier sind 25% Orangenlimonade. Deswegen ist der süß. Okay. Der andere ist sauer, weil Wasser ist ja nicht süß. Und deswegen bleibt das Säuerliche von dem Tafelwein ein bisschen erhalten. Und hier kommt Orangenlimonade, die dem Ganzen halt eher eine süßliche Note verleiht. Okay. Auch wieder 4%. Äppler süß, gelb. Schieb mal die Gläser zusammen. Ja, da hätte ich jetzt gedacht, dass sie den lieblichen genommen hätten. Nee. Soweit, das wäre dann teurer. Naja, wahrscheinlich. Die müssen nicht, guck mal, das schäumt auch viel mehr als das andere, ja, weil da ist ja Orangenlimonade drin. Ist mehr Orange. Der ist auch richtig drin. Trüb. Ja, das sieht eher aus wie Fanta. Ja, das ist hier. Das hat nichts mit dem hohen Wohlstand zu tun. Die anderen, die waren richtig edel. Da konntest du durchgucken, da konntest du einfach richtig fett. Und hier sieht halt aus wie irgendeine so Billiglimonade, ne? Hast den ganzen Äppler versaut, weil du da so eine Plörre reingefüllt hast. Riecht schön nach Orange. Finde ich sehr gut. Prost. Hat auch 4%. Schauen wir mal. So, was spricht der Meisterkoch? Der schmeckt eher wie eine Plörre. Ja, es ist einfach, du merkst die Orange auf jeden Fall definitiv raus. Den Wein merkst du gar nicht. Da gebe ich dir recht. Also da schließe ich drauf, dass es eigentlich nur eine Orangenlimonade ist. Ja, schmeckt. Es gibt ja so verschiedene italienische Hersteller, die immer hier ihre Orangenlimonade vorantreiben wollen, die so frisch gepresst ist, in so Dosen rein oder sonst was, und dann geben dir die und die schmecken original nach frisch ausgepressten Orangen, eher so, ja. Wo du denkst, wo ist denn jetzt das Fruchtfleisch hier, hä? Das ist nicht so künstlich wie eine Fanta oder wie eine Mirinda oder bla bla bla, das ist ja eher irgendwie natürlich. Das schmeckt auch sehr natürlich nach Orange und der Äpfelwein kommt gar nicht durch, den merkst du gar nicht. Der geht komplett unter. Aber eigentlich ist es doch was Positives. Das könntest du dir eher als Cocktail anbieten irgendwie. Guck mal, trinkst du jetzt eine Tonne Fanta, dann kriegst du einen Zuckerschock und das dann war's. Bin ich tot. Trinkst du eine Tonne von dem Äppler süß, dann bist du total besoffen. Dann bin ich halb tot. Und bist auch tot, aber es ist ein großer Unterschied einfach nur. Das hat trotzdem, das ist wie als hätte Fanta 4% und wäre nicht so süß. Genau. Richtig. Das ist gut. Dafür ist halt Punktabzug bei der Farbe, aber trotzdem finde ich geschmacklich, ja. Finde immer noch den ersten und den hier als am interessantesten. Und beides ist gemischt und macht den Äppelwein eigentlich kaputt. Wie gesagt, das ist halt wie eine Orangenlimonade. Aber wir haben ja noch einen. Den puren. Mit 6%. Das ist das, was wir schon wissen. Jetzt erwarte ich natürlich, dass da draufsteht
100% Äpfelwein. Sonst wäre es ja nicht pur. Die Firma Possmann präsentiert diesen Ableger der Äppler Production. Äpfelwein pur. Ohne viel Schnickschnack, ne? Apfelwein enthält Sulfide. Fertig. Fertig, komm. Keine Prozentanzeige. Junge, hättest du hingeschrieben, du, genau du, der eine, der das gemacht hat, 100% Äpfelwein. Überall steht Äpfelwein und hier steht einfach nur Apfelwein. Was ist denn? Ist es jetzt was anderes oder was? Überall machen sie Ä-Pünktchen drüber. Äpfelwein. Und hier steht Apfelwein. Überall Prozentangabe und hier nicht. Wo sind wir denn jetzt? Ich meine, oben steht Äpfelwein pur, aber bei den Inhalten ist es wichtig. Also das müsste 100% Äpfelwein sein. 6% Äppler pur. Lass das mal 4 Wochen so stehen und hast einen Apfelessig. Meinst du, der ist jetzt heller oder dunkler als der saure? Weil der war ja sehr hell und sehr klar. Aber der war ja gemischt. Wenn es ein guter Apfel gewesen ist, dann vielleicht naturtrüb, aber sonst eigentlich ziemlich klar. Ich schenke einfach ein. Ich verstehe wieder mal nichts. Klar. Also nicht naturtrüber. Es gibt ja naturtrüben Apfelsaft und ich glaube, die Farbe ist dieselbe wie bei dem ersten. Ja gut, Wasser ist ja farblos. Ist ja klar, wenn du egal was du nimmst, wenn du Wasser dran machst, verändert das ja eigentlich nicht seine Farbe. Na. Deswegen, das was mit Wasser gemischt war, sah genauso aus wie das was nicht mit Wasser gemischt ist, weil die Farbe ist ja die gleiche, oder nicht? Ist ja, schön, doch. Glas klar, es ist hell, es sieht sehr. Ja gut, wenn es verdunkelt wird, dann wird es zwar ein bisschen heller, aber es ist trotzdem immer gleich. Da ist es definitiv immer gleich geblieben. Super, Hannes. Perfekt. Ich freue mich schon drauf, wenn wir dann die Tage das 5 Liter Fass vernichten möchten. Oh ja. Wir haben ja Zeit, können sitzen. Ja, wir haben dieses Mal sehr viel Zeit. Wir können sitzen und reden. Erstmal müssen wir riechen. Und reden und riechen. Riecht wieder ein bisschen sauer. Oh ja. Hattest du schon geschnabbert? Naja, fast. So, der Profi wieder zuerst. Boah. Wein. Aber, nee, ist nicht meins. Aber es schmeckt ziemlich kräftig nach, als wenn es ziemlich lang gegärt worden ist, das Teil. Säuerlich. Muss ich wieder widersprechen, ne? Ich habe schon Wein getrunken, wenn ich mir eine Familienpizza bei McDöner bestellt habe. Mm. Ich habe so Wein reingepackt, hast einen Schluck genommen, das ganze Gesicht hat sich verzogen. Der war so bitter, säuerlich, komplett, was ist das? Direkt Sodbrennen, komplett. Hat er keinen Lieblichen erwischt. Ich finde, der riecht zwar ein bisschen säuerlich, aber der hat wieder einen leicht wässrigen Abgang. Für mich, ich merke da nicht diesen säuerlichen Geruch, habe ich nicht auf der Zunge als Geschmack. Der hat ihn schon. Direkt beim Trinken merkst du was und wenn du absetzt, da ist nicht plötzlich, da ist so, hä, wo ist denn das jetzt hin? So fühlt sich's für mich an. Es verflüchtigt sich komplett. Ich merke halt den hinten im hinteren Gaumen, merke ich den Wein trotzdem. Weil ich wahrscheinlich kein Weintrinker bin, deswegen merke ich es wahrscheinlich intensiver. Was soll das jetzt heißen? Ich bin kein Weintrinker. Seit wann bin ich denn Weintrinker? Na, du bist ja auch kein Weintrinker, du bist ja auch eher Biertrinker. Das hast du mir aber gerade unterstellt. Nee, das sollte keine Unterstellung sein. Das klären wir gleich hinter der Kamera. Genau. Na, aber es ist einfach, absolut kein Weinfan. Aber das ist... Das ist ja Apfelwein. Naja, Wein ist für mich Wein, da gibt es keine Unterschiede. Kannst ja mal Orangenlimo reinmachen oder Cola. Genau. Dann habe ich einen Neger. Oder Münchner Hell.
Oh ja. Wenn ihr sehen wollt, wie der Hannes den Äpplerwein mit Münchner Hellbier-Mischgetränk mischt, also mit normalem Bier, was dann Mischgetränk wird, dann checkt mal das letzte Video. Habt ihr gemacht? Cool. Ihr seid richtig krass. Wenn ihr richtig krass seid und das gerade gesehen habt, schreibt es mal rein. Ich bin krass. Fertig. Ja, nicht so krass ist es der Hannes. Der scheppert sich nämlich jetzt hier 3 Minuten lang, versucht er sich das Ding hier rein zu prügeln. Ja. Hannes. Das Video endet erst, okay, wenn das Glas leer ist. Du weißt, sonst fängt es wieder an zu regnen. Ich möchte dich nicht unter Druck setzen. Fertig, so, das war's von meiner Seite aus. Danke nochmal an Zai. Ja. Fand ich cool. Wir haben mit deinen Dosen 2 vollwertige Productions gedreht. Ich wäre gar nicht rangekommen. Bei uns gibt es das hier, glaube ich, gar nicht. Habe ich noch nie gesehen so. Nee, es gibt immer mal irgendwie, es gibt immer mal hier Cider. Verschiedenes in Flaschen oder so ein bisschen. Es gibt hier dieses Bulma, was auch so eine Art Cider ist in Flaschen, aber direkt schön. Äppler, Dosen, hast du mitgebracht, habe ich hier nicht, haben wir jetzt getestet, finde ich gut. Hannes lebt noch, das ist das Wichtigste. Ja. Jetzt geht's wieder auf zum Entzug, ne? Richtig. Und wenn er zurück ist, dann gibt's auch wieder Tastings. Vielen Dank für 5 Wochen. Das war's von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Hannes. Mach's gut. Ergurten. Ergurten. Ergurten.